Hallo, heute gibt es wieder ein Video von mir und diesmal wieder zu dem Thema Kräuter haltbar machen, beziehungsweise heute geht es speziell um die Minze und die möchte ich im Dörrautomat trocknen, um auch im Winter schön Pfefferminztee zu haben. Wie das genau funktioniert und wie man die Blätter schonend trocknet, das zeige ich euch heute in meinem Video. Zum Trocknen verwende ich zwei verschiedene Minzarten, die ich in meinem Balkon wachsen habe. Und zwar ist das hier diese grüne Minze. Und dann habe ich hier noch eine ganz normale Minze. Jetzt wird erstmal die Minze gewaschen und dann werden die Blätter von den Stielen gezupft. Hier habe ich schon mal einige weggemacht und die anderen sind jetzt auch noch dran. Falls ich in meinem Dörrautomat noch Platz habe, werde ich auch noch ein paar andere Kräuter mit trocknen. Da habe ich jetzt einiges noch geerntet, etwas Rosmarin, Petersilie, Salbei, Liebstöckel, Majoran. Und wie gesagt, falls da noch etwas Platz sein sollte, falls die Minze nicht alles benötigt, werde ich das jetzt einfach noch mit trocknen. Ich verwende heute den Dörrautomaten zum Trocknen. Es gibt natürlich auch andere Methoden, Minze haltbar zu machen und zu trocknen. Ihr könnt diese Stiele auch schön in Bündeln zusammenbinden und dann kopfüber an einem gut durchlüfteten, dunklen Ort aufhängen. Dann wird die Minze auch trocken. Ich habe das letztes Jahr mal ausprobiert, allerdings sind mir dann doch einige Bündel verschimmelt, daher mache ich das jetzt lieber nicht mehr so. Es lag wahrscheinlich auch an der Raumtemperatur, die nicht so geeignet war. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, die Minze im Backofen ausgebreitet auf einem Blech zu trocknen, bei möglichst niedriger Temperatur. Die Blätter sind jetzt nun von den Stielen befreit und ich habe sie gewaschen. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass ihr die Blätter gut trocknen lasst, bevor ihr sie ins Deckgerät einlegt. Am besten in einer Salatschleuder. Ich habe leider keine, daher habe ich sie jetzt auf Küchenpapier eine Stunde liegen lassen. Mein Deckgerät hat 5 Ebenen. Ich habe jetzt ganz unten die verschiedenen Kräuter noch rein, die ich noch geerntet habe. Und die anderen 4 Stufen oben, das sind dann alles die Minzblätter. Dass ihr die Minzblätter bzw. auch wenn ihr Kräuter trocknet, sie auf geringster Stufe trocknet. Ich habe jetzt hier, das geringste ist bei mir 35 Grad, so werde ich das auch stehen lassen. Denn sonst kann es passieren, dass die Kräuter ihre Farbe verlieren und die Minze verliert auch natürlich schnell an Aroma, wenn sie zu stark erhitzt wird. Der ganze Trocknungsvorgang dauert jetzt mehrere Stunden. Ich sage euch dann anschließend, wenn die Blätter trocken sind, wie lange es bei mir gedauert hat. Es kommt natürlich auch auf euer Gerät an, wie voll ihr das Gerät macht und auch wie trocken die Kräuter sind, wenn man sie nach dem Waschen ins Gerät gelegt hat. Was man sich schon mal vorbereiten kann, sind Gläser, in denen man dann die fertig getrockneten Minzblätter lagert. Da eignen sich am besten Gläser, die man luftdicht verschließen kann, zum Beispiel Weggläser. Das Gerät ist jetzt schon einige Stunden an, es ist noch fleißig am Arbeiten. Man sieht jetzt schon, dass die Blätter deutlich zusammengeschrumpft sind. Und damit das Gerät jetzt noch besser arbeiten kann, werde ich jetzt die Anzahl der Ebenen reduzieren und die Blätter zusammenfügen auf weniger Ebenen. Und so geht das Trocknen dann auch etwas schneller. Jetzt dürfen die Blätter noch etwas weiter trocknen. Man hört, es raschelt schon ein wenig, aber so richtig trocken sind sie noch nicht. Also 2 Stunden werden sie sicher noch benötigen. So, ich habe das Gerät jetzt abgeschaltet. Die Minzblätter sind jetzt ganz trocken, man hört das auch. Die haben jetzt 9 Stunden getrocknet. Jetzt werde ich das Gerät erstmal auf die Seite stellen und dann die Blätter in ein luftdichtes Glas einfüllen.
Für meine Minzblätter verwende ich jetzt zum Einfüllen so ein Wegglas. Das kann man dann luftdicht abschließen. Ihr könnt aber auch ein großes leeres Marmeladenglas zum Beispiel nehmen oder was ihr sonst noch für Gefäße zur Verfügung habt. Wichtig ist, dass es wirklich luftdicht abgeschlossen werden kann. Ich empfehle bei diesen Minzblättern jetzt wirklich keine Papiertüten zur Aufbewahrung zu nehmen, da sonst schnell viel an Aroma verloren geht und das wäre natürlich schade. So, die Minze ist jetzt getrocknet und schön ins Glas eingefüllt. So hält sich das jetzt bestimmt bis zum Winter, wenn es denn vorher nicht aufgebraucht wurde. Ich habe mir auch gleich schon mal eine schöne Tasse Pfefferminztee gemacht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über eure Kommentare oder Vorschläge oder Tipps, die ihr vielleicht habt, was das Trocknen von Minze oder Kräuter im Allgemeinen vielleicht auch anbelangt. Und wenn euch mein Kanal gefällt, freue ich mich auch über ein Abo. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und eine entspannte Teezeit.